In meiner Basis können Sie sich sicher fühlen. Danke. Wir brauchen einen Ort, um unsere Forschungen fortzusetzen. Unsere Einrichtungen stehen Ihnen zur Verfügung. Wir haben schon eine ganze Weile ein Auge auf den Doktor und seine Forschungen. Als Dr. Sinclair ihre Entdeckung machte, sorgte das für Unruhe unter unseren Feinden. Welche Feinde? Die Rheinländer? Sagen wir einfach, Ihre Feinde sind auch unsere Feinde. Raus damit, verdammt! Für wen arbeiten Sie, Colonel? Den Orden. Sie arbeiten für Aurelian? Im Gegensatz zu dem, was Sie gehört haben, kämpfen wir für Frieden und Freiheit. Wenn das so ist, wozu dann all diese Anschläge? Ich verstehe Ihr Misstrauen, aber wir sind nicht mal annähernd an all dem schuld, was uns vorgeworfen wird. Genießen Sie meine Gastfreundschaft. Vielleicht ändern Sie dann Ihre Ansichten. Sagen Sie, was benötigen Sie sonst noch? Nun ja, ich glaube, wir haben da etwas vergessen. Wir brauchen den Proteusband. Was ist das? Ein Pergament, das sich im Museum für Naturgeschichte von Kusari befindet. Es enthält die Antwort auf das Artefakt. Findet sich in einem versiegelten Titanzylinder im Archiv. Sehr gut. Das sollte nicht schwierig sein. Wir haben einen Agenten in Kusari, der nützlich sein könnte. Fürst Takera, er ist der örtliche Potentat. Er kann uns den Band besorgen. Niemals, Chris. Das erledige ich selbst. Sie trauen mir wohl nicht, was, Mr. Trent? Nein. Aber wie sagten Sie? Ihre Feinde sind auch meine Feinde. Das gilt auch für mich. Oder mir. Wenn Sie gehen, komme ich mit. Ja, genau so sieht das nämlich aus. So, Racer One, außerhalb Treffen, denke ich mal. Ja, unsere Waffe wurde einmal getroffen, unsere Schilde sind auch einmal... Schilde? Warum sage ich immer Schilde? Ja, weil es mehrmals passiert ist. Unser Schild wurde mehrmals getroffen und ausgeschaltet, wie auch immer. So, haben die irgendwas... Wehe, die haben was Besseres. Nein, die haben auch das dieses Schild. Das heißt, es war eventuell eine gute Investition... Ja, wir haben es gut investiert halt. Und nehmen jetzt mal alles mit, was wir noch kriegen können. Ach, Waffen. Ach, jetzt muss ich das gleich nochmal nachgucken. Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, wir haben es echt schon... Ich habe es natürlich verhauen. So, was haben wir denn hier? Dragon Typ 1. Aha. 31 Energieverbrauch ist viel zu viel. Selbst 23 ist noch viel zu viel. Okay, sie haben hier nichts Dolles. Was haben wir hier? Dragon Typ 2. Ausgestoßene Waffe. Okay, das bringt uns nichts, weil ich will ja von dieser 23 runterkommen. 11, 9 und sowas, das ist ja kein Problem. Aber 23, das zieht es höchstwahrscheinlich nach oben. Naja. Ja, dann fliegen wir jetzt einfach los. Das wird uns ja höchstwahrscheinlich gleich nochmal gesagt. Ja? Nein? Ja, ich starte jetzt mal. Ziel. Treffen Sie... Was? Treffen Sie Kress-Vertreter Fürst Takera, um die Wiederbeschaffung des Proteus-Bandes in die Wege zu leiten. Schwierigkeitsgrad. Die Reise durch Kosari dürfte keine allzu große Schwierigkeit bereiten. Es wäre schon sehr frech, wenn die Rheinländer sich hier zeigen würden. Ja, ja. Aber frech ist ja auch ein ganz komischer Ausdruck. Warum sollten die sich zurückhalten, nur weil es frech wäre? Vergütung. Hier geht es nicht ums Geld, sondern ums Überleben. Oh, nicht mehr übers nackte Überleben. Jetzt muss ich Juni leider wieder anziehen. Freelancer Alpha 1-1. Ian Tali. Alles klar für den Start. Colonel Kress bat mich, Sie aus dem System zu eskortieren. Was ist Ihr Ziel? Wir müssen in den Kusari-Raum. Sie haben Glück. Ein Sprungloch in der Nähe bringt Sie im Handumdrehen dorthin. Folgen Sie mir. Das heißt, das Ganze, wir fliegen jetzt von diesen schönen Balken in den Kusari-Raum. Also komplett diese ganze Strecke hier. Hier, Quintain. Kress konnte seinen Agenten Fürst Takera kontaktieren. Er erwartet Sie auf dem Planeten Kyushu. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie den Proteus-Band haben. Inzwischen studieren Sinclair und ich weiterhin das Artefakt. Viel Glück. Wir melden uns bald wieder, Professor. Hier trennen sich unsere Wege. Dieses Sprungloch führt direkt nach Kyushu. Viel Glück für Sie. Danke. Okay, Trent. Los geht's. Andocken.
Tja, und da sind wir auch schon. Wir sind im Oka-Staubfeld. Wir fliegen den Planeten Azor an und nehmen dort die Handelsroute nach Kyushu. Gut, dann machen wir das mal. Andocken. Andocken verweigert. Zielort zu weit entfernt. Ja, anfliegen. Ich wollte nur anfliegen. Andocken geht leider noch nicht ein bisschen weit weg mit 17k. Naja. Aber hier sieht's doch ganz nett aus. So, blau und grün und türkis und so ein hier so ein pinker, lilaner Planet. Ist ja ganz nett. Und zwei Sonnen anscheinend. Ja, zwei Stück. Da ist einmal eine Sonne. Und da hinten ist auch nochmal eine. Ja, ist auch ganz nett. Das ist zwar ein bisschen nervig hier mit diesem ganzen Kleinkram. Komisch, als ich jünger war, bin ich in dem Asteroidenfeld herumgeflogen. Meine Großmutter lebt in der Station Tsushima über Azo. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr dort. Ha. Vielleicht solltest du mal wieder besuchen gehen. Wäre doch mal was. Wenn du ja sowieso gerade hier bist. Ja, okay, wir sind ein bisschen im Stress, aber trotzdem, ne? Das kann man ja mal machen. So, Verwandte besuchen. Aber der Planet sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auch wenn er keine männliche Farbe besitzt, aber sonst. Wir sind fast da. Benutzen Sie die Handelsroute nach Kyushu. Das dürfte ja rein theoretisch die hier sein, genau. Tja, dann fliegen wir jetzt nach, ja, diesen unbekannten Planeten. Und da wollen wir ja hin. Nach Kyushu. Ach, was auch für eine schöne Musik im Hintergrund. Ja gut, dann lande ich mal. Und begeben wir uns in die Bar, denn da scheint ja der Fürst irgendwie auf uns zu warten. Mr. Trent? Miss Zane? Man sagte mir, dass Sie kommen würden. Ich bin Fürst Hakera, Präfekt von Honshu. Gibt es ein Problem? Nein, ich habe Sie mir nur anders vorgestellt. Sie haben einen Terroristen erwartet. Ich diene dem Orden, um meinem Volk zu helfen, Mr. Trent. Ich weiß, dass Sie wegen des Proteus-Bandes hier sind. Das wird leider nicht so einfach. Die Artefakte im Museum stehen unter verschärfter Beobachtung. Wir werden eine Sondergenehmigung brauchen, um Zugang zu bekommen. Fürst Hakera. Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe den Kontakt zu einem meiner Agenten in Rheinland verloren. Vielleicht sind das Neuigkeiten. Ich melde mich, sobald ich Zugang zum Proteus-Band habe. Das war's? Sollen wir jetzt rumsitzen und warten? Na klar doch, ich habe ebenfalls so meine Kontakte. Aber um die zu erreichen, müssen wir uns trennen. Was soll ich denn tun, während Sie unterwegs sind? Passen Sie sich an, suchen Sie sich vielleicht Arbeit. So wie es sich anhört, könnte das hier länger dauern. Keine Sorge, ich bin nicht weit weg. Ja, das ist ja wundervoll. Sie haben Stufe 13 erreicht. Wir sollen uns anpassen. Ja, toll. Wir sollen jetzt einfach nur warten. Ja, dann gucken wir mal in dem Ausrüstungshändler. Und schauen einfach mal, was der so zu bieten hat hier. Vielleicht haben wir jetzt echt ein Schild gekauft, der total über ist. Wie, es gibt hier bessere Schilde. Dann hau ich euch aber alle. Nee, anscheinend nicht. Gut, dann haben wir echt ein super Schildchen gekauft, weil das ist ja das Schild, was wir besitzen. Und das gibt es hier.
Auch für 16.110. Sehr, sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal nach Waffen. Vielleicht hat die ja irgendwie... 15 hört sich sehr gut an. 50, 25. Ja, nicht mal annähernd. Nee. 11, 9, 11, 11. Und 9. Ja, das ist die Waffe, die naja, eigentlich am meisten Schaden macht. Aber dafür auch am meisten an Energie verbraucht. Naja, so toll sind die jetzt nicht. Außer die hier. Wow. 50 und 101 und 20. Dann gehen wir mit den Energieverbrauch. Naja, 3 runter. Quatsch. Gehen wir... Ne, warte mal. Hä? Dann gehen wir mit den Energieverbrauch 3 runter und erhalten... Ja, 3 Punkte auf Schildschaden mehr. Und 7 Punkte auf den Rumpfschaden. Aber dafür geben wir auch 7.000 aus. Kriegen aber da 1.000 für wieder. Das heißt 6.000 Ausgabe. Dann haben wir knapp nur noch 11.000. Ob das so eine gute Idee ist. Ja, Schilde, da haben wir auf jeden Fall noch ein gutes. Ja, optimierte Schubdüse, das wird uns, denke ich mal, noch ein paar Reisen uns noch begleiten. In dem Handelshändler. Warum sage ich das immer? Im Handelshändler. Im Warenhändler. Das Ding heißt Warenhändler. Das handelt mit Waren und nicht mit Händlern. Das wäre ein bisschen seltsam. So, dann gucken wir mal bei den Schiffen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir sollen es ja anpassen, hat Julie mal gemeint. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ja, da habe ich die Ratte und einen schweren Jäger. Wir können die Dinger hier auch drehen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Aber wir können die Schiffe uns ein bisschen genauer angucken. Ja, die Ratte, das ist halt so ein kleines Etwas. Ich denke mal, genau, leichter Jäger. Ja, Jäger. Das ist ein leichter Jäger hier. So, ein Habicht ist auch ein leichter Jäger. Naja. Er ist auf jeden Fall einiges besser. Alter. Hat auch mehr Dings. Aber 70.000, wie gesagt. ja, wir können uns das Teil nicht leisten, weil viel zu teuer. Weil 70.000, auch selbst 50.000. Wir könnten es rein theoretisch auswählen. Die Ratte hier, aber weiß ich nicht. Wir kriegen für dieses Schiff 25.000. Das heißt, wir hätten dann 35.000, 42.000 plus die ganze Ausrüstung, die wir noch haben für den schweren Jäger und alles. Das sind alles leichte Jäger außer dieser hier. Ich würde schon gerne den Habicht haben wollen, ganz ehrlich. Ja, die Ratte ist ja schrecklich. 3.000. Ja, der unterscheidet sich jetzt nur ein paar Punkte. Also ich würde echt mal sagen, leichter Jäger ist schon ganz gut. Der Habicht ist echt gut. Ja, maximale Waffenklasse ist 6. Das erhöht sich um 1. Ja, aber wir können uns das Ding sowieso nicht leisten. Das heißt, wir müssen mal wieder Aufträge annehmen, um uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Wir müssen ja warten, weil Sondergenehmigung und so, Proteusband. Habt ihr ja selber mitbekommen. Ja, hier sind die Preise etwas höher, aber man sieht vielleicht eventuell, der Schwierigkeitsgrad hat sich auch ein bisschen erhöht. Was haben wir denn hier Schönes? Leute abknallen, aber ich denke mal, die haben jetzt ja auch irgendwelche Reiseflugunterbrecher und alles. Aber 9.000 hört sich gar nicht so schlecht an. Das Problem ist 15. Also Schwierigkeitsgrad ist 15. So, der nächste runtere ist ohne Station. Station möchte ich jetzt nicht unbedingt machen, denn ich habe überhaupt keinen Torpedowerfer. Und das Ding brauche ich rein theoretisch nur für Stationen und ich finde es ein bisschen über eigentlich. So, könnte ich euch zwar zeigen, aber es ist nichts Tolles. Es ist einfach nur eine Rakete, die ein bisschen mehr Bums macht. Das war's an sich. Jo, fliegt extrem langsam, so ja wie halt ein Torpedo fliegt. Ja, so, 9.000, eins dann drunter wäre dieser hier. Der hat Schwierigkeitsgrad 14.
Unsere Geduld ist mit dem Blutdrachen am Ende. Ja, wir haben jetzt auch hier anscheinend neue Gegnertypen. Oder was heißt Gegnertypen? Es gibt hier neue Gruppierungen. Hier ist einer der Blutdrachen, einer ist halt Blutdrachen. Unsere Geduld mit dem Blutdrachen ist am Ende. Wir können nicht mehr tatenlos zusehen. Lalala, das ist halt der Standardspruch von den ganzen Kram. Und wir sollen halt eine bestimmte Person halt aufsuchen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal und gucken ganz kurz mal in den Status rein, wie viel wir denn ungefähr benötigen. Oha, ich sehe schon Schlimmes. 6789, 36.000, naja, so, Blutdrachen, haben wir die hier irgendwo drinne? Ja, Blutdrachen sind kurz davor, hier negativ zu werden. Und unsere besten Freunde sind die BBM. Oder fast, ja, gleich auf. Hier die meisten, ja, die ersten Viere hier, die man hier sieht, sind gleich auf. Tja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal fix und besiegen mal die Blutdrachen. Ne? Ja, nicht alle, sondern hier die diesen einen bestimmten Typen. Und würde sagen, hab alles eingekauft, Schilde kann ich nicht verbessern, Waffen, das ist auch keine großartige Verbesserung. Und würde sagen, ja, dann starten wir mal.